Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ach, es regnet heute, wie schön. Ich wünschte, es würde es auch jetzt hier machen. Hier ist so scheiß heiß. So, mal gucken. Das sind alles Quests, die Zeit haben. Da warte ich auch noch einen Moment. Wir gucken uns mal das Wetter an. Der Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Der Wahrsager. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Und Living of the Land. Führst du ein Tagebuch? Denke daran, hin und wieder einen Blick hineinzuwerfen. Man vergisst schnell, dass man etwas Wichtiges aufgeschrieben hat. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Tagebuch gewesen wäre. So, Shane hat leider immer noch nur 3 Herzen von uns. Also für uns. Und, ja, 2 Kreuzchen. Also wir können diese Woche bis zum Sonntag nichts mehr bringen. So, also, ich will mal gerade was gucken. Und zwar ist es ja so, dass ich hier den Stall neu aufgebaut habe. Das sieht man ja auch daran. Also nicht aufgebaut, aber der wird ja vergrößert. Oh, Käse, wie schön. So, erstmal alle Tiere ansprechen. Essen haben die noch genug. Dann wird hier erstmal gemolken. Oh, Moment, so musste ich das machen. Gibt's Ziegenmilch? Ah, sie kann aber theoretisch Milch geben. Das ist interessant. So, einmal Milch mache ich jetzt hier rein. Sehr gut. Kann ich zweimal? Nö. Schade. So, sie ist ja jetzt dran, hier zu arbeiten. Warum? Oh shit, nein, ich wollte das gar nicht schenken. Ah, verdammt, ich wollte dich nur ansprechen. Sei geduldig, ich habe immer noch eine Menge zu tun. Naja gut, ist der Bahn halt weg, ist jetzt nicht so schlimm. So, erstmal ernten wieder. Wir müssen gleich mal noch zu den anderen Tieren schauen. Besonders, warte mal, unser Inventar ist voll, ich glaub's nicht. Okay. Stück für Stück. Gerade mal gucken. Hier ist eigentlich nicht wirklich was, was ich verkaufen kann. Das ist sehr viel, was ich aus der Mine habe, wo ich nochmal nachgucken muss. Das lege ich jetzt mal weg. Das lege ich weg. Das Gras kann weg. Sepp passt hier nicht mehr so wirklich rein. Das Holz kommt weg. Clay passt nicht rein. Das passt nicht. Das passt nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, was hier alles reingeht. Das geht rein. Copper vielleicht? Nee. Ach so, nee, das sind ja gar keine Copper. Das sah gerade kurz so aus. Ja. Obala. Dann hier haben wir auf jeden Fall Holz, was noch rein kann. Die Steine mache ich jetzt auch mal rein. Kohle kommt, passt nicht rein, das passt nicht rein, das passt nicht rein. Alles kein Platz dafür. Okay. Dann aber hier. Sepp passt auf jeden Fall rein. Kohle kommt dahin. Die Steine nehme ich mal mit. Die kommen woanders dann hin. Diese Ohrs kommen dahin. Das will ich gleich noch aufbrechen gehen. Heu habe ich noch in der Tasche zum Verfüttern. So. Im Moment noch eine Sache. Clay. Clay kommt weg. Ach so, und hier sind ja auch meine Kaffeebohnen schon. Kann ich die auch gleich mal weglegen. Die silberne wird verkauft. Den Käse lasse ich hier. Milch lasse ich mal hier. Das, wie gesagt, verkaufen. So. Nicht wundern, dass ich jetzt nichts gesagt habe in letzter Zeit. Bei mir war irgendwie total gerade der Lärm draußen mit LKWs und Krams und was weiß ich. So, hab dich lieb, hab dich lieb, hab dich lieb. Hab dich lieb, ich liebe dich. Oh, sieht ganz in Ordnung aus. So, okay. Erstmal die ganzen Eier wieder aufsammeln. Und das Stroh kann ich jetzt ja hier auch reingeben. Da eins und da. Ja. Irgendwie waren das wenig Eier, fand ich. Naja, gut. Was soll's.
Nur ein halbes Herz? Wieso haben die eigentlich nur halbe Herzen? Achso, das sind die Enten. Ich wollte schon sagen. Der hat noch gar kein Herz bei mir. Und die schon relativ viel. So, das und das. Gerade noch zur Katze gehen. Obwohl, die wird bestimmt nicht draußen im Regen sitzen. Aber ich gebe trotzdem mal was zu trinken zur Sicherheit. Okay. Ach, hier haben wir sogar ein paar Früchte. Das ist ja schön. Eine Orange sogar. Okay. Ja, das meiste, was ich jetzt fürs Community Center machen kann, ist jetzt nur noch etwas, was ich im Herbst erledigen kann. Das heißt, da habe ich, was das angeht, relativ Ruhe. Ich muss hier auch mal den Eingang ein bisschen frei machen, glaube ich. Zum Glück wird ja heute auch gegossen durch den Regen. So, so. Okay. Achso, das war gar nicht der große Baum. Ich will den großen Baum halt wegkriegen, damit ich hier ein bisschen besseren Blick habe, was jetzt hier los ist. So. Okay, das reicht aber erstmal. Wir müssen in die Stadt ganz dringend. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich loswerden will. Wir haben ja auch noch so viel Zeugs hier zum Abernten. Das mache ich gleich. Ich gehe lieber, wie gesagt, erstmal. So genau habe ich den jetzt aufgesammelt. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Ist ja egal. Ich gehe jetzt, wie gesagt, erstmal in die Stadt. Achso, ich nehme mal mein Pferdchen mit. Ich habe heute. Oh, ich muss heute so räuspern. Ich weiß gar nicht, was los ist. So, okay, wie gesagt, wir gehen in die Stadt. Ich habe noch Erz zum Aufbrechen. Ich habe möglicherweise eine Quest. Ich hätte gern roter Pilz auf meinem Regal stehen. Bitte komm heute, irgendwann heute damit vorbei, Elliot. Müsste ich eigentlich haben. Ich nehme es jetzt mal einfach an. Wir gehen nochmal kurz zurück, um zu gucken, ob wir ihn haben. Und den dann gleich mitzunehmen. Elliot war, glaube ich, der blonde, langhaarige Typ, der unten bei der Fischerhütte wohnt oder so. Also am Strand. Gerade mal schauen. Roter Pilz, roter Pilz. Also ich weiß, dass ich lilane habe. Aber rote Pilze bin ich mir gerade unsicher. Habe ich überhaupt einen Pilz? Moment, wir gehen mal ganz langsam durch, gerade gucken. Nein. Nein. Oh oh. Und ebenfalls nein. Da ist er doch. Gott sei Dank. Roter Pilz. Huhu. Das war scheiß knapp. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, bei solchen Sachen sollte ich vielleicht doch erstmal gucken, ob ich es wirklich da habe. So, okay. Elliot kann noch einen Moment warten. Wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal zu Clint. Der ist wichtiger, weil er nur eine gewisse Zeit auf hat. So. Und in das Museum gehen wir dann auch gleich noch in die Bücherei. So, okay. Geode aufbrechen. Wir haben leider nur die eine, aber das ist ja nicht schlimm. Das hat man schon, das weiß ich. Granit. So, okay. Dann war es das hier. Und hier mal schauen, ob ich was abgeben kann. Es sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas. Na, toll. Okay, dann geht der nächste Weg ins Community Center. Ich glaube, da habe ich auch noch ein, zwei Sachen, die ich vielleicht abgeben könnte. Ich weiß es nicht. Es könnte möglich sein. Zumindest das Ogresin. Das hat ja endlich mal geklappt. Das hat viel zu lange gedauert. Ich hatte extra sogar im Internet damals geguckt, wie ein Oakbaum aussieht in Stardew Valley, ey. Und trotzdem wollte es einfach nicht. Naja. So, Bulletin Board war das, glaube ich. Und da, genau. Da haben wir das. Ja, mir fehlt eine Hasenpfote.
Ich hätte gerne Hasenfutter. Wie mache ich das? Ich kann doch mein Tierchen nicht opfern. So, sonst noch irgendwas? Ich glaube aber nicht. Nee. Das war der Trüffel. Und hier fehlte uns eigentlich nur die Fische, ja. Okay. Suchen wir mal gerade noch Elliot, würde ich sagen. Dum, 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 dum. Mal schauen, ob er wieder hier unten ist. Oder beziehungsweise immer noch. Oh nein, hier komme ich nicht durch, oder? Ah doch, es geht. So, meiner Meinung nach ist er hier drin, ne? Nur Freunde von Elliot, okay. Also er wohnt dort. Er ist aber derzeit wohl nicht da. Wo der wohl steckt? Naja, wir sammeln mal ein bisschen Zeugs hier auf. Das noch. Na, hol es dir. Ich muss immer noch einen Blick hier drauf haben, dass Elliot nicht plötzlich hier rauskommt oder reingeht oder wie auch immer. Nicht, dass der dann weg ist. Oh, ich dachte, ich hätte ihn gerade gehört. So. Das und das. Oh, das können wir alles verkaufen. Bringt zwar leider nicht so viel hier. Ach, deswegen. Ich denke mir die ganze Zeit, wieso geht denn das nicht? Ja, das schmeiße ich, glaube ich, mal weg. Oh, ernsthaft? Das Sepp werfe ich mal weg. Ich habe so viel davon, ich habe immer noch keine Ahnung, wofür das ist. Boah, Junge, wer bist du denn? Alter Seemann, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Mädel. Ich glaube, das Amulett brauche ich zum Heiraten, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, oh, ich habe total vergessen, dass der da steht. Ich habe mich jetzt so erschrocken. Das ist halt so, der kommt nur zu bestimmten Zeiten. Immer nur, ich glaube, wenn es regnet, auf dieser Seite des Strandes und so weiter. Und wenn man genügend Herzen hat bei dem Partner, den man sich wünscht, dann kann man das Amulett wohl benutzen oder man muss es schenken, ich weiß es nicht so genau. Und dann würde man wohl heiraten oder so. So, Elliot, wo zur Hölle bist du? Das ist er nicht. Hier komme ich nicht durch. Nicht. Wo steckt denn der Typ? Ist der schon in der Kneipe? Ich gehe mal gucken. Nö. Ah, der Bürgermeister, wie immer. Das ist klar. Hm. Ich warte jetzt mal kurz hier unten beim Strand. Ich glaube nämlich, dass der jetzt hier bald auftauchen müsste. Da ist Willi. Was genau wollte der nochmal? Den Pilz, ne? Ja. Elliot, wo steckst du? Bist du zu Hause? Nee. Hätte ja sein können. Ich folge dir nicht, alter Mann. Das kommt dir nur so vor. Meine Güte. Wo könnte er denn nur stecken? Lange, blonde Haare. Shane, wie geht's dir? Warte mal, ich schenke dir nicht sowas. Ich schenke dir gar nichts am besten. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Was? Wir sind fast verheiratet. Naja, gut. So, hier ist nix. Ja, Mai. Wo ist denn der? Ich
Ich vermute ja, dass er jetzt mittlerweile zu Hause ist. Aber ja, es ist verschlossen. Ja, es weil es so spät ist. Er ist zu Hause, aber es ist einfach zu spät. Ich muss mir den morgen dann mal suchen, wo auch immer der steckt. Na gut, wir gehen jetzt auf unsere Farm. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir müssen noch die Saat ernten und verkaufen, je nachdem. Na. An sich können wir ja auch einiges verkaufen. Wir haben ja jetzt so viel. Ich bin ja auch voll, ich muss eh verkaufen. Wir haben ja jetzt so viel, was wir theoretisch doch nicht mehr abgeben müssen. So, die Orange, das. Das Ei. Die Beeren, das Teil. Die Dinger. Das verkaufe ich jetzt auch einfach mal. Und das war's. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier noch alles zusammenkriegen. So, ich muss auf irgendein Werkzeug, damit es mich nicht die ganze Zeit fragt, ob ich irgendwas essen will. So. Am besten auch nicht auf die Waffe, weil das dann irgendwie immer wieder so komisch lädt oder so, keine Ahnung. Okay. Nothing. Gar nichts. Also der Kram, der hier auch ausgesät ist, das wird auch irgendwie knapp. Obwohl, ich glaube, das war was, was auch im Herbst ging. Wollte gerade sagen, der Herbst, der Sommer ist nicht mehr so lange und der Kram sieht nicht wirklich aus, als ob er bald Früchte trägt oder so. Aber wenn ich mich nicht irre, ist das Mais, der ja dann auch im Herbst geht. Aber so viele Beeren, das ist so heftig. Nichts mehr. Okay. Ja, ach ja, hier haben wir noch auch was. Da. Hier sind wir, glaube ich, durch. Hier oben hatte ich schon geschaut, soweit ich weiß. Dann vielleicht noch ganz hier unten. Genau, da konnte ich die ja nicht mehr aufheben, weil ich voll war. Oh Mann, so viel. Also sollte ich irgendwie mal Geldmangel haben, dann werde ich mir, glaube ich, die ganzen Kaffeebohnen verkaufen. Ich kann die relativ schnell nachbekommen. So, hier ist noch was. Gut, das sollte es gewesen sein. 139 Kaffeebohnen, das ist so heftig. Aber die gebe ich, wie gesagt, gerade mal noch hier mit rein. So. Okay. Dann kommen die Beeren hier noch mit rein. Das kommt rein. Der Mais. Und ja, der Rest, der wird dann jetzt hier in die Kiste gepackt wieder. Holz, Clay war hier nicht dabei. Aber hier. So. Gut. Ja, dann. Achso, Stein. Ich habe hier noch ein bisschen Stein. So. Sehr gut. Dann gehen wir mal ins Bettchen, würde ich sagen. Es ist schon mittlerweile spät genug und wir können heute nicht mehr wirklich viel machen. Leider muss ich morgen wieder gießen. Das wird mir wieder sehr, sehr viel Zeit kosten. Ja, 11.798. Und Tag Nummer 26. Das ist merkwürdig. Der Wetterbericht hat doch gesagt, es wird den ganzen Tag klar und sonnig. Jetzt regnet es wieder. Naja, soll mir nicht stören. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Und der Wetterbericht, die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, blub, blub und so weiter. Okay, Katzi bleibt hier heute drinnen wieder. Oder habe ich jetzt ein Déjà-vu? Hey, meine Guten.
So. Ein Herz und du? Oh, immer noch null Herzen. Das ist schade. So. Gut, das reicht. Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist nichts in dem Schleimding drin. Aber eine Sache noch. Das probieren wir einfach mal aus. Was dann raus... Nein. Was hier dann rauskommt. So. Eine kann ich dafür opfern, das passt schon. So. Irgendwas zu ernten? Ja, ein bisschen Mais haben wir. Schon sehr interessant, wie oft man hier letztendlich dann doch ernten kann. So, aber sehr schön, dann muss ich heute nicht gießen, Gott sei Dank. Dum, dum, dum. Das habe ich. Ey, habe ich die nicht gestern erst geerntet? Jetzt mal ohne Scheiß. Wahrscheinlich ist das hier echt so eine Murmeltier-Tag-Folge, was weiß ich. Acht Krähen hast du verjagt, das ist ja schön. Ach, wundert euch nicht, dass man plötzlich den Verkehr draußen so arg hört. Es ist so ultra heiß hier. Ich habe halt eine Dachgeschosswohnung mit meinem Freund. Und, ja, ich habe das Fenster aufgemacht. Es ist einfach zu warm, um hier mit verschlossenem Fenster zu sitzen. Vielleicht habt ihr es noch nicht gemerkt, aber ich hasse den Sommer. Also gut, was heißt hassen? Hassen ist ein heftiges Wort, aber ich kann ihn absolut nicht ausstehen. Es ist mir einfach zu heiß. Ich bin nicht der Typ dafür. Oh, die sind aber groß geworden, oder? Herzchen? Oder kommt mir das immer nur so vor? Wir probieren es einfach mal. So, Käse hol mal her. Milch. Da rein. Oh, es geht tatsächlich. Ziegenmilch. Wer hätte das gedacht? Aber ey, Tiere, wieso esst ihr nix? Ich habe euch extra den Kram da hingelegt. Moment mal. Robin ist weg. Ich kann neue Tiere kaufen. Oh mein Gott. Und das ist jetzt ein Autofütterungssystem. Deswegen ist da so viel Heu drin. Ich muss jetzt auch bald mal gucken, dass ich Gras neu ernte. Weil... Ah, 411. Ja, das mit dem Zug schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Dafür bin ich einfach zu weit weg. Aber wir gucken trotzdem mal, ob wir es vielleicht doch noch hinkriegen. Ich weiß ja nicht, wie lange der mal unterwegs ist. Moment, Map angucken. Okay. An dem blauen Haus links hoch. Los, 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 los. Da hoch. Oh. Habe ich den ganz knapp verpasst jetzt? Warte mal, was ist das denn? Was zur Hölle bist du? Hä? Okay. Keine Ahnung. Schade, wir haben ganz knapp verpasst. Obala. Naja, kann man nichts machen. Gibt es denn irgendeinen Plan, wo steht, irgendwie Zug kommt immer dann und dann? Das wäre eigentlich ganz cool, dann könnte man wenigstens demnach entsprechend dann immer dahin gehen. Aber gut, was soll's. So, das sammeln wir ein. Und wir gehen jetzt ein paar Tiere kaufen. Ich habe ja wieder Geld, das heißt, ich muss es wieder ausgeben. Wobei, ich will mal kurz gucken, was ihr jetzt braucht für den Hühnerstall. Hofgebäude errichten. Wir gehen gleich mal hier hin. Luxus-Hühnerstall.
kostet 20.000, ich brauche 500 Holz, 200 Stein. Außerdem kriege ich Hasen dadurch, das könnte mir die Hasenpfoten bringen. Naja gut, die werden nicht plötzlich ihre Pfote verlieren, ne? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ja. Ich habe gehört, man kann die aber auch irgendwo finden oder so. 8 rote Schleime. Okay, das können wir machen. So, wir gucken aber jetzt direkt mal, wo Ellie hier drum rennt. Ansonsten sollte ich ihn jetzt nicht finden. Im Internet gibt es nämlich so Zeitpläne, an welchen Tagen, bei welchem Wetter die wo sind. Das werde ich dann zur Not machen. Es ist verschlossen. Das ist unglaublich. Elliot, wo steckst du? Bist du hier unten irgendwo? Oder nicht bei dem Wetter? So, wir gucken mal ganz kurz noch. Oh, wo habe ich den denn immer gesehen? Ich glaube, hier drüben bei Mani ist er ab und zu mal gewesen. Und ansonsten, wie gesagt, dann gucke ich jetzt gleich mal. Ich mache mal nebenbei mein Handy schon an. Zum Schauen. Und wir gucken jetzt mal, dass wir erstmal ein paar Tiere kaufen. So, Tiere kaufen. Wir können jetzt Schweine kaufen. Das machen wir auch auf jeden Fall. Oh, eins kostet 16.000. Diese Schweine sind darauf trainiert, Trüffel zu finden. Lebt im Stall. So, da kann ich mir jetzt leider nur ein Schwein holen. So, ich weiß auch, wie es heißen soll. Mein Kuschelschweinchen heißt nämlich so. Porky. Das war einfach sehr schön. Ich sende die kleine Porgy sofort zu ihrem neuen Zuhause. Eigentlich ist Porgy männlich. Aber okay, was soll's. Naja. So, einen Moment gerade. So, gerade mal geschaut, wo er ist. Er ist momentan wohl bei Pierre. Mal schauen, ob er da wirklich ist. Ansonsten begibt er sich nämlich dann wieder zum Strand irgendwann. Elliot? Elliot? Wo bist du? Du bist bestimmt nicht in der Wohnung von denen. Elliot, was wird das? Es ist jetzt ganz anders bei der... Weil es regnet. Momentchen, ich guck nochmal. Okay, ich habe gerade gelesen, außer es regnet. Dann ist das wohl ein bisschen unabhängig davon. Dann gucken wir jetzt nochmal. Der muss ja eigentlich in der Wohnung sein. Ich glaube, wenn er in der Wohnung ist, dann sollte es doch so gehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten hat er halt Pech, ne? Dann kriegt er seinen verdammten Pilz nicht. Nur Freunde. Hallo, Pilz. Lieferung kommt. Ansonsten ist er wohl draußen, aber wie gesagt, während der Regenzeit nicht wirklich. Ach verdammt, ey, du kannst mich mal. Ich bin besonders, guck mal, der eine, der Sebastian, der geht raus im Regen. Das ist ein Mann, nicht du. So, wir gehen jetzt mal in die Mine, die 8 Slimes töten, sonst wird das zu spät. Moment, wir gehen mal lieber hier lang. Dies ist einfacher. Mal hoffen, ob der vielleicht mittlerweile hier drin ist. Nee. Ja, kein Plan, wo der Typ steckt, ey. Wirklich. Naja, was soll's. Jetzt habe ich den ganzen Tag nach dem gesucht. Okay. Aber schon doof, ne? Die haben gesagt, heute soll es den ganzen Tag regnen und dann, Sonne scheint und dann regnet das den ganzen Tag. So. Okay, die roten Etagen. Ich glaube, das war hier so rum, genau. Da haben wir auch schon den ersten. Oh, ein Goldbahn. Nicht schlecht.
So, solange ihr mir hier keine roten Slimes seid. Ach, das ist ein Monster. Sehr interessant. Solange ihr hier keine roten Slimes seid, seid ihr mir egal. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das funktioniert. Mine verlassen. Da ist wieder das Slime. Letztens hatte ich irgendwie den Fall, ja, dass die ganze Area leer war, wo ich mir dachte, okay, speichert das jetzt mittlerweile, dass man da irgendwie die Slimes getötet hat, aber ich bin mir nicht sicher. So. Ich glaube, das dürfte jetzt nur noch einer sein, wenn ich mich nicht irre. Nö, immer noch einer? Achso, es waren ja 8 und nicht 6. Ah, vergessen. Okay. Aber wir sind, ich muss sagen, wir sind ziemlich gut in der Zeit. So, Mine verlassen. Und nochmal 85. Sehr gut. Komm, ein Slime noch. Ach, Mensch. Oh, das ist fies. So, das hätten wir geschafft. Wir müssen garantiert zu Louis wieder wegen den Slime. Dann gehen wir jetzt gerade mal nach draußen. Unser Pferdchen steht jetzt zum Glück noch hier. Und Louis wird entweder zu Hause sein oder in der Bar. Das sehen wir jetzt gleich. Was sagt meine Uhr? Ich muss gleich auf Arbeit. Ich habe keine Lust auf Arbeit bei der Hitze. Ich gehe gerne arbeiten, aber wenn es so heiß ist, nee. Mal gucken. Ach, da ist er doch. Hey. Ah, Lisa, du hast so ein Slime-Problem. Bla bla bla. Das ist irgendwie dieser selbe Text immer und immer wieder. Elliot habe ich irgendwie immer noch nicht gesehen. Das ist nur Sam. Nee, der ist nicht da. Ich gehe mal gerade zur Sicherheit nochmal runter an den Strand. Schaden kann es nicht. Kurz mal hier gucken. Es ist verschlossen. Ja, entweder kann ich halt um die Uhrzeit nicht mehr rein oder er ist nicht da. Ich weiß es nicht. Mal sehen, ob ich ihn hier irgendwo... Oh, Junge. Hier sehe. Nee, da nicht. Auch nicht. Ja, dann ist das so. Dann kriegt er halt seinen Pilz nicht. Dann hat er wohl ein kleines Problemchen. Aber ist mir auch egal. Dann habe ich den Pilz für die nächste Quest. Hm. Naja, kann man nichts machen. Oh, also hätte ich jetzt gleich nach der Aufnahme noch 10 Minuten Zeit oder so, ich glaube, dann würde ich mir mal die Mod raussuchen mit den ganzen... Also wo man halt die Charaktere sieht, wo die gerade rumrennen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. So, okay. Na gut, dann ist es so. Gehen wir ganz kurz hier drauf gleich. Erledige Monster habe ich. Oh, 1000 gab das sogar. Das ist echt cool. Ach, guckt mal. Und weil es gewittert hat. Achso, ich bin voll. Na gut, verkaufen wir erstmal ein bisschen. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Und das, die Sachen. Das, das. Das. Käse, Entenei. So, dann holen wir uns gerade noch Honig und die Batterien. Verkaufe ich jetzt auch. Ich weiß sonst gar nicht, was ich mit dem ganzen Kram immer soll. So. Ah ja, und die Kaffeedinger, die hole ich jetzt auch mal weg. So, ist ja nur ein bisschen gewesen. Ja, das ist in Ordnung. So, gerade mal im nächsten gucken. Da passt der Stein noch rein. So, und hier schmeißen wir mal den Pilz mit hin. Und die Kohle. So.
Ja. Gerade mal was machen hier, das nervt sonst. Da. Okay, dann ist das nämlich geordnet. Gut, dann werde ich den Part jetzt gleich mal beenden. Wir gehen mal gerade ins Haus wieder. Gute Nacht, Miezi. So. Schauen wir uns erstmal an, was wir an Geld bekommen haben. Ja. Oh, was bringt denn das? Achso, die Kaffeebohnen. Ah, die bringen tatsächlich gar nicht viel. Also da lohnt es sich absolut nicht, die zu verkaufen. Batterie mal 2 bringt 1000. Das ist nicht schlecht. 6000 und irgendwas haben wir jetzt bekommen. Wir sind jetzt im 27. Tag des Sommers. Ich werde jetzt, wie gesagt, an der Stelle den Part beenden und wir sehen uns in einer neuen Folge von Stardew Valley wieder. Also bis dahin. Ciao.